Nein, wenn die jetzt kommen, das ist sehr schlecht. Oh, ich wurde gehittet. Ändern im Sinne von... Oh mein Gott! Ey, ich bin so dumm. Ich bin wirklich dumm. Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir die erste Runde Minecraft. Und ich begrüße euch alle herzlich. Und damit ihr Bescheid wisst, da war doch gerade ein Haus. Das ist schon mal mein Haus. Die Sache ist, dass ich vorhin ein Video schon gemacht hatte. Und dann habe ich ein bisschen gefarmt und ein bisschen über alles gesprochen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, das ganze Abbauen und Farmen und so, das kann sich ja keiner geben. Das war irgendwie ein bisschen schlecht in meinen Augen. Und dann war ich nicht ganz zufrieden. Habe ich das ganze Video aber geschnitten, habe die Musik drunter gelegt und alles drum und dran, also so wie jetzt. Und dann wollte ich das gerade hochladen. Aber da dachte ich so, nee, das ist nicht meins, das ist kein gutes Video. Das war mir zu langweilig. Ich habe ja die ganze Zeit nur dieses Haus gebaut, habe immer nur Holz abgebaut und habe ich gesagt, wenigstens etwas Spannenderes müssen wir bringen als erstes Video, wo ich mich ein bisschen vorstelle, ein bisschen erkläre, was ich hier auf dem Kanal bringen werde. Und habe ich gesagt, gehe ich hier direkt in den Dungeon, gehen wir direkt ein bisschen Action suchen. Dann muss ich erstmal kurz meine Sachen sortieren. Weil ich jetzt schon weiß, dass hier unten ein Dungeon sein wird. Heißt, hier unten sind auf jeden Fall Gegner. Moment, müssen wir kurz hier... Ui. Wir haben nicht viele Sachen, weil ich gesagt habe, fangen wir wieder von vorne an, dann ist das alles irgendwie sympathischer auch, ne? Und wir müssen erstmal ein bisschen Eisen mitnehmen, damit wir uns gleich eine Rüstung machen, weil ich ganz unten im Dungeon sehr oft sterbe. Also wir reden nicht vom Nether, ne? Also da muss man einen Unterschied finden. Einmal Nether ist hier die, sozusagen die Hölle und Dungeon ist nur ein Minenschacht. Mit vielen Zombies, Spinnen und alles drum und dran. Und da wollten wir ein bisschen Action heute haben. Deswegen machen wir das mal ganz schnell. Ich guck mal, ob das hier der Weg ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo der Weg lang führt. Deswegen fahre ich auch noch ein bisschen, während ich hier rumlaufe. Aber ich kann euch ja schon mal erzählen, wer ich überhaupt bin. Ich bin Flames, ich bin 19 Jahre alt und ich wollte hier auf diesem Kanal sehr viel Content bringen. Heißt... für euch, dass ihr sehr viele unterschiedliche Spiele sehen werdet. Jetzt denkt sich der ein oder andere, warum wieder Minecraft? Warum wieder Minecraft? Kann ich ganz einfach sagen, ich habe ein Spiel gesucht, wo ich ein bisschen meine Ruhe habe. Weil so ein Spiel wie Fortnite, das spiele ich auch natürlich sehr gerne, aber fürs erste Video direkt Fortnite, so die ganze Zeit so schwitzen, wenig kommentieren, weil ich einfach, ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Ich bin halt ein bisschen nervös, muss ich sagen, für das erste Video, weil man ja nie weiß, wie die Leute so reagieren werden, ne? Deswegen habe ich dann gesagt, ja komm, machen wir mal eine Runde Fortnite. Das kommt manchmal ganz gut an. Machen wir einen Moment ganz kurz. Da habe ich natürlich halt schon den kleinen Anfang gemacht. Ich kenne mich ein bisschen mit dem Spiel aus, jetzt auch nicht krass. Ich bin kein Profi da drin. Und deswegen dachte ich, das kann ganz witzig werden. Ich kann hier über alle Themen sprechen in den nächsten Videos, über alles Mögliche und so weiter. Und ja, ich dachte, das ist eine gute Idee. Oh ne, wir sind hier in der Sackgasse. So, was ich auch sagen wollte, ist, ich hätte sehr viel Lust auf solche Livestreams und sowas mit der Community. Das Problem ist, meine Internetleitung ist nicht sehr gut und mein PC ist auch nicht sehr gut. Deswegen kann das auch mal sein, dass das hier ein bisschen ruckelt. Also macht euch da, regt euch da deswegen bitte noch nicht auf. Später könnt ihr es gerne machen, wenn... Oh, einen Moment. Oh mein Gott, der drückt ja richtig die Hits rein. Warte, ich muss jetzt ganz kurz heilen. Der andere kommt nicht, kann ich mich auch. Ich bräuchte eigentlich ein Schild, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Müssen wir gleich mal machen. Ich glaube, das war mit Eisen sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also Livestreams können wir theoretisch machen, aber dann eher sowas wie Videos anschauen oder keine Ahnung was. Es gibt halt unterschiedliche Sachen. Ich will auch viel mit der Community machen, damit das klar ist. Ich suche halt nicht irgendwelche Läschis, die hier irgendwie ab und zu mal reinschauen. Ich suche eine aktive Community, mit der man vieles machen kann. Ich weiß zum Beispiel, es gibt so ein Spiel, das heißt Werwolf. Die meisten werden auch davon kommen. Und das, ich liebe es einfach mit den Leuten da, das zu spielen. Weil das einfach viel mehr Spaß macht, als alleine irgendetwas zu spielen. Oh mein Gott, der hat mich richtig weggeballert. Und deswegen suche ich halt auch eine aktive Community. Ich weiß halt von anderen YouTubern zum Beispiel auch, dass die so eine Community haben, da werden die nur getrollt und
Da macht gar keinen Spaß irgendwie mit den Community zu sein, weil die einfach nur den Streamer oder den YouTuber, was auch immer, einfach nur aufregen wollen. Und das will ich halt nicht haben. Ich will eine aktive Community. Und hier ist das, was ich meinte, der Dungeon. Oder das Dungeon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man das nennt. Ich will einfach ein bisschen Spaß mit allen haben, meine Videos produzieren können, weil ich will das, ich habe eine Vorgeschichte, sage ich jetzt mal. Das hört sich jetzt irgendwie so an, als wäre ich irgendwie einer aus dem Gefängnis oder so. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine damit, dass ich schon mal Videos produziert habe, auf Englisch und auf Deutsch. Und ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt und ich muss sagen, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ey, ich habe mit dem Ding habe ich das abgebaut. Ich bin so dumm, ne? Alter, alter, alter. Ah, der kommt hier gar nicht hoch. Ja, perfekt. Dann machen wir das mal ganz kurz hier. So, das Problem war ein bisschen, ich hatte da keine Motivation. Und jetzt gerade bin ich sehr motiviert, weil ich gesehen habe, dass Leute mich supporten. Also seit Anfang an gab es Leute, die gesagt haben, yo, schick mir deinen Kanalnamen und so weiter. Ich guck mal vorbei. Vielleicht gefällt mir das, was ich sehe und ich lasse ein Abo da. Und das hat mich halt irgendwie auch motiviert, auch mal ein bisschen was zu bringen. Ein bisschen Content-mäßiges. Und deswegen habe ich euch auch alle angeschrieben, ne? Die Leute, die das sehen, haben entweder haben es angesehen oder es gibt noch die drei Abonnenten, die ich davor schon hatte, von unterschiedlichen Spielen zum Beispiel. Wenn wir das jetzt haben, nehmen wir direkt mit. Dann gehen wir hier weiter. So. So, ich hoffe natürlich, dass ihr verstanden habt, was ich meine. Also es geht mir hier echt darum, einfach mal ein bisschen Spaß haben mit den Leuten, die das auch gerne Spaß haben wollen, die auch dieselben Spiele spielen, wäre natürlich am besten. Also jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ich weiß nicht, ob wir den schon angreifen sollen. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn der uns tötet. Okay, wir haben den. Oh, da, guck. Das sind eben die Ruckler ab und zu, die ich meinte. Das tut mir natürlich sehr leid. Ich werde versuchen, in nächster Zeit da so viel wie möglich. Oh, das sind gute Sachen, Jungs. Oh mein Gott. Gute Chest auf jeden Fall. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Videotechnisch, Entertainment, alles Mögliche. Einfach nur, damit ihr einen kleinen Spaßfaktor habt. Einfach ab und zu mal runterschalten könnt. Ich will halt so. Ich will das so machen. Ich bedanke mich erstmal bei allen. So, fangen wir mal so an. Und jetzt will ich einfach noch sagen, dass ich einfach Videos produzieren will für euch, damit ihr zum Beispiel ich weiß nicht, von der Schule oder so kommt und dann sagt ihr, oder von der Uni, wo auch immer, von wo ihr gerade kommt, und ihr dann sagen könnt, boah, jetzt einfach entspannen, ein kleines Video gönnen. Also das ist mein Ziel und ich euch vielleicht unterhalten kann, wie auch immer. Vielleicht hasst ihr mich, das ist kein Problem, Jungs und Mädchen natürlich, aber natürlich nur ein Joke. Deswegen, ich suche halt Leute, die auch ein bisschen Interesse zeigen könnten, die Lust haben mal. Vielleicht ein Newcomer, weil ich würde ja schon sagen, ich ist Newcomer. Ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, aber ich weiß natürlich auch einiges noch nicht, wie man wirklich mit den. Ui, 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 ui. Machen wir mal so. Was ist da noch? Ist da Kohle? Was können wir rausschmeißen? Das ist alles gut. Ah. Ich will halt viel mit euch machen. Das ist mein Ziel. Und ich glaube, dass einige von euch auch irgendwie Lust hätten, mal vielleicht einen kleineren YouTuber zu unterstützen, der vielleicht nicht immer sagt, ja, die Community ist mir egal. Ich gönne mir jetzt mal auch eine Zeit mit meinen Leuten sozusagen. Davon gibt es nämlich gar nicht mehr so viele, muss man sagen. Da gibt es halt natürlich dieses Abo-Zocken, das machten viele in Fortnite meine ich. Das finde ich natürlich ganz gut. Man hat die Möglichkeit, mit jemandem zu spielen. Man kann auch zeigen, so, ja, das bin ich. Ich habe hier auch Spaß dran und so an dem Spiel. Das finde ich gut. Aber es gibt halt große YouTuber, die machen nichts mit der Community. Da könnte man echt behaupten, dass es denen nur ums Geld geht. Aber das wollen wir ja natürlich nicht sagen, ne? Jetzt müssen wir ganz kurz hier rausgehen. Aber ich weiß halt gerade nicht, wo der Dungeon weitergeht. Ich mache hier kurz einen Cut, dann geht's weiter. So, Freunde, ich habe gerade ein bisschen weitergespielt. Und ich habe ein bisschen Gold und Eisen und alles andere gesucht. Aber was ich hier unten gerade gefunden habe, das werdet ihr mir noch nicht glauben. Das ist ein Spawner.
Und ich wollte den eigentlich dazu bringen, damit das ein, damit ich so einen XP-Spawner habe. Aber ich glaube, da das der erste ist, werden wir den direkt kaputt machen. Dann nehmen wir mal kurz die andere Spitzhacke. Jetzt habe ich gerade Angst. Ich dachte, da kommt jetzt einer hoch. Moment. Ah, ich komme da nicht mal richtig dran. Da muss man natürlich aufpassen. So, der ist kaputt. Der ist auf jeden Fall kaputt, Freunde. Nein, wenn die jetzt kommen, das ist sehr schlecht. Oh, ich wurde gehittet. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich bin jetzt vergiftet. Ich weiß nicht, wie lange. Ah, ist schon vorbei. Oh, das ist natürlich ein Witz. Aber was wir jetzt machen wollen, ist natürlich XP sammeln. Von wo? Von wo wurde ich jetzt gehittet? Die haben mich durch den Boden. No joke. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen, weil ich will jetzt nicht sterben. Wenn wir jetzt sterben, dann, ich glaube, ich will den Weg nicht so schnell zurückfinden. Ich will mich danach einfach hochkramen. Das seht ihr dann natürlich nicht mehr. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der Dungeon irgendwie nicht so krass ist. Aber ich weiß, ich glaube, das ist sogar gut. Oh, das ist so immer so ein Struggle, wenn der mich hittet. Wir suchen hier gerade noch ein paar Loren. Oh mein Gott! Das ist super gut. Das ist echt gut. Warte, was nehmen wir raus hier? Jetzt finden wir gerade ein paar gute Sachen. Da muss man echt sagen. Da bin ich auch gerade ein bisschen glücklich. Ich hoffe, der sieht uns nicht so schnell. Ah, der sieht uns, glaube ich. Der sieht uns. Hätte ich halt diese Eisenrüstung nicht mitgenommen, also jetzt gerade gefarmt, dann hätte ich das safe verloren. Safe. Safe, safe, safe. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier unten. Waren wir hier unten? Das ist die Frage. Also ich bin mir sicher, dass wir gleich einfach straight hochgehen und gut ist. Ah, wir sind jetzt wieder an derselben Stelle. Sprinten wir mal kurz durch. Okay, jetzt müssen wir gucken. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger dauert, aber jetzt gerade. Als normalerweise natürlich, aber jetzt gerade wollte ich einfach mal sehen, wo die Leute, wo die Sachen noch sind, damit ich einen besseren Start habe. Weil ich muss sagen, ich habe echt gar keine Lust, überall zu farmen, nur ein bisschen Lapis und sowas zu haben. Das braucht man halt, um die Sachen später zu verändern im Sinne von... Oh mein Gott! Ey, ich bin so dumm. Ich bin wirklich dumm. Oh mein Gott. Wie lange verbrenne ich denn hier? Das ist ja unglaublich. Okay, hier unten ist ein Creeper. Den nehmen wir natürlich nicht. Und ich habe gerade gesehen, da ist ein kleiner Zombie. Der rennt uns vielleicht jetzt gleich hinterher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich versuche hier gerade nur einfach alles noch mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Um hier möglichst nicht nochmal runtergehen zu müssen. Das ist ja unglaublich, wie groß das hier eigentlich unter der Erde ist, ne? Ich glaube einfach, wir brauchen auch viel Gold für die Goldäpfel. Weil wir wollen versuchen, also ich weiß halt nicht, ich bin halt wirklich echt nicht so gut da drin in dem Spiel. Ich habe vieles verpasst seit dem Update. Aber wir versuchen, den Enderdrachen, wie man auch immer nennen will, zu töten. Und dafür brauchen wir halt ein bisschen besseren Star. Oh, eine Karotte! Wichtig, Freunde, wichtig. Sehr gut. Was hat mich gehittet? So, jetzt müssen wir ganz schnell gucken. Ich muss hier raus. Wenn wir mit der Karotte kann man echt gute Sachen machen auch. Wir müssen hier raus, Freunde. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist ganz, ganz schlecht. Ich will halt jetzt eigentlich am besten komplett straight rausgraben, wenn das für euch okay ist. Also ich werde jetzt das Video wahrscheinlich beenden und dann kletter ich einfach straight hoch und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht. Also bleibt unbedingt dran,
Abonniert das, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein paar Vorschläge in den Kommentaren lassen oder was ich alles machen kann, was ich bauen kann und was für Videos kommen sollen. Und, oh mein Gott! Ich erschrecke mich halt sehr schnell auch. Und dann sehen wir uns jetzt bald wieder. So, und ciao!